Heute werden wir in den Gildenkampf gehen und ein bisschen Spaß haben, hoffe ich. Ja, ich versuche heute mal wieder ein bisschen außergewöhnlichere Picks zu nehmen. Ich hoffe, das funktioniert auch alles. Ansonsten, was ich direkt mal zu Anfang sagen möchte, Gilde Invictus wird voraussichtlich nächste Woche natürlich starten. Also sehr wahrscheinlich, nicht voraussichtlich. Es sind noch ein paar Plätze frei. Also wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, gerne einfach mal via Line bitte schreiben. Denn über Line wird das Ganze stattfinden, weil wir, also die Mehrheit war dafür. Sprich, naja, muss man jetzt mit klarkommen, dass das Ganze über Line stattfindet. Deswegen kann man sich auch ganz gerne direkt bei Line bei mir melden. Dann spart man sich einen Schritt. Ja? Einfach mit den ungefähren Voraussetzungen, sprich C2 Arena oder RTA C1. Ja, das sind so die ungefähren Richtlinien. Daran bitte halten. Dann kann man sich gerne mal bei mir melden. Sind noch so grob 14, 13 Plätze frei. Ja, also ein bisschen ist noch was frei. Für die, die Interesse haben, einfach gerne bei mir melden. Wie gesagt, wir suchen noch ein paar. Und dann können wir Spaß haben. So, ich weiß gar nicht, was wir machen wollen. Außergewöhnlichere Picks mal versuchen zu nehmen. Also das Einzige, was ganz außergewöhnlich ist, was ich mir jetzt gebaut hatte, auch für die RTA, ist der Dude hier. Ja? Dazu kommen wir aber in einem späteren Video, weil der Dude, der ist gar nicht mal so kacke. Das Einzige, was bei ihm gebufft werden müsste, ist so ein bisschen der Schaden. Aber dazu komme ich, wie gesagt, ein bisschen... Ach ja, ich habe Feleria gebaut. Mit der könnte man heute mal ein bisschen spielen. Die ist eigentlich echt cool. Ich finde die echt lustig. Savannah ist nervig, aber wir können selber einfach Savannah nehmen. Ja, wir könnten das Mirrorn. Sollen wir das mal Mirrorn? Mal gucken, welches Team besser ist. Sollen wir das mal Mirrorn? Auf geht's. Mal genauso, damit das noch cooler ist. Ja, auf geht's. Komm, wir Mirrorn es einfach mal. Vielleicht, naja, mal gucken, wer die besseren Runen hat oder die besseren Procs auf seiner Seite hat. Ha? Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wie gesagt, Invictus startet bald. Das ist auch so nochmal so ein bisschen Thema heute. Gut, dass sie schneller sind, ist klar. Aber es war ja auch abzusehen. Ah, das sollte der überleben. Jo, aber knappe Kiste. Okay, der ist slow. Komm, du kriegst den slow. Nice, erstmal fett widerstanden. Sehr schön. Dann Attack Bar Reduce. Eventuell ein Stun. Nice. Full Stun. Awesome. Kein Deathbreak leider. Stun. Ah. Okay, Schild wieder drauf von Feleria. Nice. Killen wir sie erstmal. Zack, zack, zack. Okay, noch nicht ganz. Das ist es, ja. Der Schaden ist so kacke bei dem. Das ist das Einzige. Ansonsten hat eigentlich ist er gar nicht mal bad. Ja, der ist echt nicht schlecht. Aber das Problem bei ihm ist einfach der Schaden. Der Schaden ist so nicht vorhanden. Egal, wie du den baust. Meiner ist jetzt auf, ich glaube, der ist auf HP, Crit Damage, HP. Bin mir aber nicht sicher. Ey, tu mit HP skalieren, ne? Ist so ein bisschen Rakan-mäßig, kann man sagen. Deathrake, schade. Und er hat keine Skill-Ups. Also bei mir hat er jetzt keine Skill-Ups. Zack, zack. Nice. Okay, Attack. Debuff ist drauf. Das ist schon mal gut. Zumindest für die eine Runde. Stun. Schade. Ja, das... Ah, jetzt hätte ich es gebraucht. Guck mal, die Bastard ist klüger als ich. Krass. Aber das ist nicht so schwer. Ah! Autsch. Ich sage, die Bastard ist klüger als ich. Shit. Oh, die Marsha. Okay, ich muss mit dem Monkey auf der Marsha gehen und hoffen, dass das... Okay, Deathbreak ist da, das ist gut. Okay. Nein, 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 der Proc. Aha. Okay, dann bitte Miro. Okay, mal hin. Nur Savannah hat einen Deathbreak. Naja, nur Savannah ist... okay, gut, ja. Okay, ich sollte weniger trollen, oder? Oder ein Hierbock drauf. Okay, gut. Nein, kein Proc. Er hätte das aber. Okay, that's, I guess, is fine. Jetzt sind wir genauso weit wie er. Ja, Mirrorn ist. Okay, ich habe gekrittet. Ha. Okay, nice. Und Savannah lebt noch. Savannah ist noch on point. Zack. Scheiß auf Crit-Immunität. Kennt die nicht. Autsch. Bam. Schützt ihr drauf? Okay. Ich habe besser getroffen. Ich habe zumindest besser gekrittet, schätze ich mal. Also ich habe gegen den Crit-Immunität ein bisschen besser gekrittet. Deswegen habe ich gewonnen. Haha. Und vielleicht habe ich auch ein bisschen bessere Runen. Das weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen, wer ist der Big Boss? Ha? Naja, ich habe das erste Team einfach übelst verkackt. Aber das war ja auch irgendwie... Na, eigentlich wollte ich heute ein bisschen mehr mit M. Bison spielen. Jetzt ist down.
Naja, und Feleria wollte ich auch ein bisschen mehr spielen. Jetzt auch da. Ne, Feleria lebt noch. Mit Feleria können wir nochmal spielen. Immerhin. Ja, immerhin ein bisschen. Okay. Ah, das war nur ein Plus 2er. Ich dachte, das ist ein Plus 3er. Das ist ein gutes Team. Das hier unten. Ja, mit Rika. Das ist gut. Das da oben müssen wir normal machen. Das Blödeln hat nicht geholfen. Deswegen nehmen wir Barbara mit rein. Und nimm selber sie. Ja, da kann sein, dass ich sie outspeede mit Savannah. Das ist so meine Hoffnung. Die ist leider noch auf Swift und nicht auf Vio. Leider. Aber naja, machen wir nix, ne? Okay, auf geht's. Mal gucken. Jetzt da oben mit... Ah ne, da oben war mehr oder weniger ein Standard-Team. Okay, dann kriegt sie zuerst die Bombe. Wobei, die glänzt sich die... Okay, never mind. Sowieso weg, wollte ich sagen. Zack, zack. Okay, das hat super funktioniert. Dann machen wir den Data hoch. Dann kann sie mich zumindest erstmal nicht mehr freezen. Ich krieg kein Deathbreak drauf für die Runde. Ein Strip könnte auch gleich von meiner Seite kommen. Und könnte den Panda eventuell eine Runde aus dem Gefecht nehmen. Das wäre gut. Sehr schön. Dann, ja gut, sie ist ja einmal da. Ah, ich hätte auch auf Amelia gehen können, merke ich gerade, weil sie in der Human-Form ist. Das macht's leichter. Kriegst du die Bombe, aber das bringt nichts. Da glänzt sie sich sowieso weg, sehr wahrscheinlich. Die will es eh drauf, aber er glänzt sich die jetzt sowieso weg. Also, gehe ich stark von aus. Ja, und die kriegen wir leider, na doch, könnte man wegkriegen. Sekunde, wenn sie nochmal gestunt wird, kriegen wir sie weg, ohne dass sie nochmal in die... Okay, gut. Ohne dass sie nochmal in die... Pegasus-Form geht. Pferdchen, Hotte-Hü-Form da, ne? Okay, so. Bombe, lol. Okay, das war Pappmaché. Und Saria, das war bin schneller. So, Feleria wird hier wahrscheinlich... Na doch, hat resisted. Hat resisted. Das ist gut. Sie möchte ich gerne schon mal weghaben, weil das ist so mein größtes Problem, denke ich. Okay, sie lebt noch. Macht sie's? Nice. Und jetzt muss nur noch Feleria nicht gestunt werden, bitte. Okay, sehr schön. Und jetzt gibt's Dots... In your ass gleich. Da. Kannst alles wieder haben. Zack. Das ist so cool. Ich finde die echt gut, muss ich sagen. Hat leider noch nicht die Max Skills. Aber ich finde es nice. Also für gegen so, genau gegen sowas ist die ziemlich cool. Ich habe jetzt auch in der alten Special League noch ein bisschen gespielt mit der. Jetzt die Special League, die gerade läuft, diese Standard Special League, die spiele ich ein bisschen anders, da ich gerne ein Team probieren möchte, aber dazu kommen wir, wie gesagt, in dem Video dann, also in dem Video zur Special League, das werde ich auch noch machen, da probiere ich nämlich ein besonderes Team aus, ja, machen wir den Loot einfach noch, ich glaube, hier können wir nicht viel mit Feleria, ja, wir könnten es da unten probieren mit Feleria, das da oben... Ja, das da oben ist, ja, der versucht einen als One-Shotten mit Amir. Das Problem ist aber, bei solchen Devs, die gehen nie gut. Warum? Ist eigentlich ganz simpel. Erstens, du kannst das easy auscountern mit einfach, ich könnte jetzt einfach so reingehen. Ja, hätte ich meinen Rakan noch gebaut, könnte ich Rakan reinnehmen. Und so, und er macht in der Theorie, macht der Amir nichts mehr. Wisst ihr, was ich meine? Zeige ich euch. Das da unten... Der Rakan ist so ein bisschen problematisch. Feleria lassen wir drin. Wie gesagt, die würde ich so gerne mal heute so ein bisschen im Fokus setzen. Und wir nehmen Barbara. Also wie gesagt, das hier oben ist eigentlich... Das macht halt nichts. Das ist... Ich latte die Hose, trifft nicht mal wirklich. Zack. Das, dieses... So, solche Teams reinzustellen, ergeben einfach überhaupt keinen Sinn. Das ist halt das Ding. Ja, das erstens... Oder du musst mega gute Runen haben. Du weißt, dass du die easy outspeedest. Und whatever. Und... Trotzdem ist das mit Amir, also eine Light Chun-Li lief Offense oder so, okay. Ja, aber der Rest, der ist zu einfach auskonterbar. Das ist zu einfach. Das ist einfach zu einfach. Das ist das Ding. Okay, das wird wahrscheinlich nicht reichen, um ihn zu killen. Ah. Okay, nice. Der Proc war gut. Der Proc war gut, das ist ein bisschen uncool, aber den Provo... Was passiert... Ah, na okay, sie ist schneller, schade. Ich wollte wissen, was passiert, wenn ich den Provo hier wiedergebe oder so. Okay, kriegen wir den gestrippt, das wäre... Okay, das ist gut. Na, das, der Schild sollte das aushalten, genau. Ich gebe ihm die Bombe und gehe auf ihn. Genau. Aber da hat man das richtig gut gesehen mit den Dots eben, weil das finde ich mir cool. Also genau gegen sowas ist Feleria richtig gut, finde ich persönlich. Okay, jetzt detonieren wir einmal in der Hoffnung, dass der Leo gestunt wird. Okay, der ist down, noch besser. Zack. Okay, und tschüss. Sehr schön. Ja, das ist halt, das war es eigentlich heute für heute schon. Wie gesagt, ich muss mal gucken. Also diese Woche ist sowieso ein bisschen kritisch wegen dem Anfang der... Oh, ich merke gerade, dass ich was vergessen habe umzustellen. Ah, ich Genius. Naja,
Ist ein bisschen asynchron wahrscheinlich. Egal, auf jeden Fall, die Gilde, wie gesagt, ist noch so ein bisschen im Fokus die Woche, dass ich das alles soweit vorbereiten kann. Und deswegen ist das... Ich versuche jetzt wieder aktiv hochzuladen. Also was heißt, ich versuche, also täglich ein Video hochzuladen, was irgendwas angeht zumindest. Kommt halt so ein bisschen drauf an. Also die Woche ist halt auf nächste Woche auf jeden Fall wieder, aber diese Woche ist es nochmal ein bisschen schwierig wegen der Gilde, weil ich da sehr viel vorproduzieren muss. Ansonsten Bethany will ich mir, by the way, bauen noch. Ansonsten Seth, Melinia, Tattoo-Team-Ding da, muss ich aber dauern noch ein bisschen. Ja, und das war's eigentlich. Mehr habe ich eigentlich auch gerade nicht vorzubauen, beziehungsweise mehr habe ich gerade gar nicht zu bauen. Muss ich ganz ehrlich. Also nichts, was mich irgendwie erfreuen würde, glaube ich. Nicht wirklich, nee. Egal, zu viel random Smalltalk. Okay, ich bin durch. Ich bin dankbar fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.